Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Moin moin und willkommen. Heute ist Donnerstag, der 30. März. Ich bin Rainer Hirsch. Ja, und wie immer gucken wir auf die aktuelle Nachrichtenlage, was Hamburg dieser Tage und vor allem heute so beschäftigt. Und heute bin ich eigentlich sozusagen nur die Strohpuppe hier, denn die größte Rolle spielt in der heutigen Ausgabe unseres Hamburg Aktuell Podcasts unser Stadtnachrichtenexperte Markus Stehn. Der spricht gleich mit dem Rechtsprofessor Heribert Hirte über die Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas und die Frage, welche Privilegien Körperschaften des öffentlichen Rechts eigentlich genießen. Und jetzt schauen wir erstmal auf die Themen, die Hamburg heute beschäftigt haben und die kommen, wie gewohnt, von unserem Stadtnachrichtenexperten Markus Stehn. Umweltaktivisten der letzten Generation haben heute Morgen unser Rathaus mit oranger Farbe beschmiert. Nur einen Tag, bevor der britische König Charles III. Zu uns zu Besuch kommt. Ihre Botschaft ist klar. Sie wollen mit solchen Aktionen Bürgermeister Peter Tschentscher dazu zwingen, mit ihnen zu reden. Das hat der aber bisher immer abgelehnt. FDP und AfD sprechen heute gleichlautend von einer Attacke auf unsere Demokratie. Auch die Fraktionschefs von SPD und Grünen hatten schon vor dem Farbanschlag weitere Gespräche mit der letzten Generation ausgesetzt. Jakob Bayer, Sie sind ein Sprecher der letzten Generation. Was sagen Sie zu dieser Ausladung? Diese Nachricht habe ich auch nur bisher aus den Nachrichten entnehmen können. Wir haben noch keine offizielle Gesprächsabsage erhalten. Von daher müssen wir mal abwarten, was da kommt. Es wäre natürlich enttäuschend für uns, weil uns geht es nicht um den Protest. Uns geht es darum, dass wir ins Gespräch kommen, dass unsere Forderungen in Richtung Bundesregierung unterstützt werden. Und darauf hoffen wir nach wie vor. Sollte es aber doch nicht zu Gesprächen mit dem Bürgermeister kommen, haben die Umweltaktivisten nochmal bekräftigt, den kompletten Verkehr bei uns hier in Hamburg lahmlegen zu wollen. Apropos Verkehr. Wegen des Besuchs von König Charles morgen wird es in der City viele Straßensperrungen geben. Von ungefähr 12 bis 17 Uhr wird unsere Innenstadt zur Hochsicherheitszone. Fahrt in dieser Zeit besser nicht mit dem Auto in die Stadt, sondern nehmt die U- oder S-Bahn. Mal wieder gute Nachrichten aus unserem Hafen. Hamburg will ein zentraler Importhafen für synthetische und klimafreundliche Treibstoffe aus aller Welt werden. Dazu sollen von 2026 an wasserstoffbasierte E-Fuels, Biokraftstoffe, Wasserstoff und weitere Wasserstoffderivate auf dem Betriebsgelände des Terminalbetreibers EWOS klimafreundlich lagern. Dieses Zukunftsprojekt hat Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt heute vorgestellt. Diese und andere Meldungen des Tages hört ihr jede Stunde, immer um halb in den Hamburg 2 News. Tatsächlich die meisten Nachrichten aus unserer Stadt. Was ist euer Hamburg-Thema der Woche, Rainer? Ja, und praktischerweise kann er ja gleich hier bleiben, unser Stadtnachrichtenexperte Markus Stehn hier im Podcast-Studio. Hallo erstmal, Markus. Moin, Rainer. Ja, heute hast du Juraprofessor Heribert Hirte von der Uni Hamburg im Gespräch, genau. Habe ich eben schon eingangs angekündigt. Der war jahrelang CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Stephanuskreises der CDU, ja. Der sich für Religionsfreiheit und religiöse Toleranz einsetzt. Worum genau geht es in eurem Gespräch heute? Naja, wir reden über die Zeugen Jehovas, aber eins ist ganz wichtig, wir wollen es bewusst nicht mit dem Amoklauf in diesem Monat verbinden, der natürlich durch nichts zu rechtfertigen ist. Da ist ganz klar das Gebot der Stunde, Mitgefühl für die Opfer und die Angehörigen zu zeigen. So. Auf der anderen Seite, so eine Tragödie wirft eben auch ein Schlaglicht auf so eine Religionsgemeinschaft und feststeht, die Zeugen Jehovas besitzen bei uns in Hamburg den Status einer Körperschaft öffentlichen Rechts. Du hast es ja schon gesagt. Es stellt sich allerdings die Frage, warum eine religiöse Gemeinschaft wie die Zeugen Jehovas durch diesen Status zum Beispiel Steuerprivilegien besitzen, obwohl das Landgericht Hamburg in einem Urteil von 2020 festgestellt hat, dass die Zeugen Jehovas Menschenrechte missachten. Wirklich ein spannender Aspekt und genau wie du sagst, wir wollen darüber die Trauer nicht vergessen. Auf keinen Fall. Aber das eine muss man auch dann von dem anderen trennen können, ohne dass das jetzt pietätlos wirkt. Ja. Ich finde, bei diesem ganzen Thema Religion gibt es wahnsinnig viel, über das man diskutieren könnte, egal um welche Kirche es geht. Und ganz viele Aspekte, die man da anzweifeln könnte und wo wir vielleicht als Gesellschaft gern die nächsten Jahre nochmal das Unkraut jäten könnten und gucken könnten, was muss eigentlich wirklich sein und was wollen wir uns da eigentlich leisten. Ja, und jetzt kommt es also das Gespräch von Markus Stehn mit Heribert Hirte hier bei Hamburg Aktuell. Wir reden heute ja über die Zeugen Jehovas. Ich finde es ganz wichtig, vorweg nochmal zu sagen, ein Amoklauf bei den Zeugen Jehovas wie bei uns in diesem Monat oder sonst wo ist natürlich durch nichts zu rechtfertigen. Punkt. Darüber brauchen wir nicht weiter sprechen. Allerdings hat diese Tragödie ja auch ein Schlaglicht auf diese Religionsgemeinschaft geworfen, die viele kennen, weil sie mit der Zeitung Wachturm oft stundenlang in der Stadt herumstehen. Heribert Hirte, Sie waren lange Jahre Bundestagsabgeordneter der CDU und da auch Mitglied des sogenannten Stephanuskreises. Der ist überkonfessionell und setzt sich für Toleranz und Religionsfreiheit ein. Sind die Zeugen Jehovas für Sie eine normale Religionsgemeinschaft oder eher eine Sekte oder was ganz anderes? Stephanuskreis ist ein Kreis, dessen Vorsitzender ich war
und der sich mit Religionsfreiheit und Religion sehr intensiv in meiner Fraktion der CDU-CSU-Fraktion beschäftigt hat. Und natürlich hatte ich deshalb in diesem Zusammenhang viel zu tun mit den unterschiedlichsten Religionen, mit der Ausgestaltung auch der Religion in ihrem Innenverhältnis. Und das ist der entscheidende Punkt, der ja hier auch im Mittelpunkt steht. Was wollen Religionen? Wie weit kann der Staat das tolerieren? Und der Ausgangspunkt ist zunächst, dass wir hier sehen müssen, dass es sich um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts handelt. Und diese Körperschaft des öffentlichen Rechts basiert auf Überlegungen, die wir bei uns in Deutschland schon seit bald 100 Jahren haben, nämlich wie wir mit der Trennung von Kirche und Staat umgehen, die bei uns nicht ganz vollständig vollzogen ist, denn wir haben den Religionsgemeinschaften den Körperschaftsstatus im Jahre 1919 in der Weimarer Reichsverfassung erhalten. Und ja, wir haben diese Regelung, die jetzt schon 100 Jahre alt ist, im Grundgesetz nicht neu kodifiziert, wir haben sie einfach übernommen. Und das ist dann ein Ausgangspunkt der Überlegung, geht es um eine normale Religionsgemeinschaft oder ist es etwas Besonderes? Denn die Regelung, die wir vorgefunden haben 1919, die wir damals ursprünglich ganz sicher für katholische und evangelische Kirche in erster Linie, aber auch für andere Religionsgemeinschaften hatten, die wurde dann in den Jahren danach und auch gerade in den letzten Jahren immer wieder erweitert auf andere Religionsgemeinschaften. Judentum, orthodoxe Kirchen gehören schon lange dazu, waren immer schon dabei. Aber auch eine Diskussion hat stattgefunden über den Islam. Bestimmte islamische Gemeinschaften sind auch anerkannt, genauso wie die anderen als Religionsgemeinschaften. Und die Zeugen Jehovas haben diese Anerkennung zunächst in Berlin und dann auch in anderen Bundesländern auch bekommen. Sie haben sie bekommen, weil sie sich darauf berufen konnten, dass sie in ihrer Grundstruktur genau so sind wie die anderen Religionsgemeinschaften. Da gilt dann letztlich auch der Gleichbehandlungsgrundsatz, was diese öffentlich-rechtliche Struktur angeht. Insofern sind sie normal. Die Frage, was dann die Inhalte angeht, ist etwas schwieriger zu beurteilen. Und da muss ich ganz deutlich sagen, der Staat auch sehr zurückhalten. Denn bei Religionen, im Übrigen auch bei Parteien, auch bei vielen anderen Organisationen ist das Spektrum des Gedankenguts außerordentlich weit. Und der Staat, der ja auf der einen Seite den rechtlichen Rahmen zur Verfügung stellt, auf der anderen Seite aber auch möchte, dass sich unterschiedliche Meinungen weiterentwickeln, soll da und darf da eigentlich kein Schiedsrichter sein. Deshalb ist mir letztlich das Urteil darüber verwehrt, ob das, was dort gelehrt wird, unter Religionsgesichtspunkten gelehrt wird, staatlich in allen Punkten zu akzeptieren ist oder nicht, weil dieser Rahmen sehr, sehr weit ist. Und deshalb die Frage, Ihre Ausgangsfrage, ob man sagen kann, das ist normal oder das ist nicht normal. Es ist als Religionsgemeinschaft anerkannt und diese Anerkennung ist meines Erachtens im Übrigen auch zu Recht erfolgt. Können Sie vielleicht nochmal erklären, welche Privilegien, aber vielleicht auch Pflichten Körperschaften öffentliche Rechts, gerade was Religionsgemeinschaften angeht, genießen? Ja, deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig auch zu sehen, dass diese Regelung 100 Jahre schon zurückgeht. Nicht alles geklärt und manches ist dann in politischen Prozessen, auch in gerichtlichen Verfahren in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, aber vor allen Dingen in den letzten Jahren, auch vor allen Dingen im Zusammenhang mit den Zeugen Jehovas, aber auch mit islamischen Religionsgemeinschaften geklärt worden. Ein wesentliches Element ist erst einmal, es bedarf einer Organisationsstruktur. Das heißt, allein sich hinzustellen und zu predigen und Leute kommen zu einem, ist keine Körperschaft oder kann keine Körperschaft des öffentlichen Rechts begründen. Sie brauchen also eine Art dauerhafte Organisation. Sie brauchen zweitens, und das ist bei manchen derer, die den Status als öffentlich-rechtliche Körperschaft haben wollten, auch durchaus streitig gewesen. Sie brauchen Klarheit über den Mitgliederbestand. Sie müssen wissen, wer ihre Mitglieder sind. Bei den Zeugen Jehovas sicher kein Problem, bei anderen war das ein Problem. Und der Punkt, der hier sicher einer der schwierigsten Punkte ist, ist, sie brauchen jedenfalls ungeschrieben Rechtstreue. Ein Staat kann oder soll nicht Gemeinschaften anerkennen, die ja letztlich dann dieselben Binnenstrukturen haben, öffentlich-rechtliche Körperschaft, wie die Freie und Hansestadt Hamburg, wie die Universität Hamburg, die kann sie nicht anerkennen, wenn sie sich in Widerspruch setzen zur staatlichen Ordnung, von der sie anerkannt werden. Aber das Problem ist natürlich, wie weit reicht diese Verpflichtung zur Rechtstreue und vor allen Dingen, ein ganz wesentlicher Punkt, diese Rechtstreue wird von den Gemeinschaften geschuldet. Sie wird nicht von den einzelnen Mitgliedern geschuldet. Jede Gemeinschaft hat in sich Straftäter, das ist leider so. Und es gibt natürlich, wenn wir den Fall hier sehen, auch Menschen, die ausgetreten sind aus der Gemeinschaft. Da hat dann die Gemeinschaft gar nichts mehr mit zu tun.
Rechtstreue intern ist ein Problem, was sozusagen in der Anerkennung geprüft wird. Hier ist es geprüft worden und im Grundsatz bejaht worden. Sie haben dann gefragt nach den Privilegien. Und öffentlich-rechtliche Körperschaften sind eben, auch wenn es Religionsgemeinschaften sind, genießen den gleichen Status wie etwa die Stadt Hamburg, die Freie und Hansestadt Hamburg, wie die Bundesrepublik Deutschland oder die Universität Hamburg. Und das ist vor allen Dingen die Steuerfreiheit. Und diese Steuerfreiheit, etwa beim Erwerb von Immobilien, ganz wesentlicher Punkt, ist auch das, was die Religionsgemeinschaften verständlicherweise dahin treibt, diese Anerkennung zu beantragen. Dann eben auch umgekehrt die Möglichkeit der Abzugsfähigkeit von Beiträgen, Spenden als steuerbegünstigt. Und Sie haben es vielleicht mitbekommen, vor etwa einem Jahr hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem doch sehr grundlegenden Urteil gegen das Königreich Belgien geurteilt und gesagt, die dortigen Zeugen Jehovas, es ging um mehrere Gemeinschaften in Brüssel, sind auch als Religionsgemeinschaften anzuerkennen, wie auch andere Religionsgemeinschaften in Belgien. Und der Hintergrund war der steuerfreie Erwerb von Immobilienbesitz. Insofern geht es natürlich auch um Steuerrecht, aber bei dieser steuerrechtlichen Sicherprivilegierung geht es um die Gleichbehandlung mit den anderen anerkannten Religionsgemeinschaften. Und deshalb kann man eben auch, wichtig zu sehen, auf diese Anerkennung klagen. Und theoretischer Fall, wenn sie einem entzogen wird, kann man auch gegen den Entzug klagen. Das ist klar. Dann fassen wir mal zusammen. Also nach einem Urteil eines Hamburger Landgerichts von 2020 missachten die Zeugen Jehovas die Menschenrechte. Da geht es unter anderem von Unterordnung von Frauen ihren Ehemännern gegenüber, dass der Mann der eheliche Besitzer der Frau ist oder dass die Zeugen Jehovas Bluttransfusionen ablehnen und sich gegen Homo- und Transsexualität klar aussprechen. Und trotzdem, ich sage jetzt mal, müssen wir als Staat akzeptieren, dass sie Steuerprivilegien haben, weil sie als Körperschaft öffentlichen Rechts anerkannt sind? Ja, das ist so und das ist, wenn man so will, manch einem ein Dorn im Auge. Und ich sage jetzt mal umgekehrt, meine persönliche Erfahrung auch als Bundestagsabgeordneter war, dass wir ein Gesetz zum Verbot des assistierten Suizids beschlossen haben mit ganz großer parlamentarischer Mehrheit. Und genau dieses Gesetz wurde einstimmig vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Auch da ging es um Fragen der Grundrechte, des Verständnisses der Grundrechte. Und da sehen Sie, wie zwei, überhaupt keine Frage der Zeugen Jehovas, aber wie zwei Verfassungsorgane eine völlig andere Auffassung haben können. Und für die Frage letztlich, um die es hier geht, ist die Gemeinschaft als solche akzeptabel oder nicht, ist die Messlatte letztlich zum Entzug deshalb sehr, sehr hoch anzusetzen. Und die Entscheidung des Landgerichts Hamburg ist eine Entscheidung, die das dann so sagen mag, aber für den Entzug zuständig ist das Landgericht Hamburg nicht. Sondern das müssten die Verwaltungsbehörden machen. Das ist auch wichtig zu sehen. Wir haben bei uns auch historisch bedingt die Frage der Religionsverfassung bei den Ländern verortet. Und das sind dann die Hamburger Behörden. Und diese entsprechenden Fragen wären dann von den Verwaltungsgerichten zu klären. Letztlich bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Und es wäre zu erwarten, gerade wenn Sie die Entscheidung in Belgien sehen oder die Entscheidung aus Straßburg, die Belgien betrifft, dass das dann bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geht. Und der sieht es eben anders. Der sieht es im Sinne der Religionsfreiheit frei. Und es gibt jetzt ja ein Urteil in der Schweiz, das im Grunde, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, das Gegenteil sagt, dass man die Anerkennung der Zeugen Jehovas als Körperschaft öffentlichen Rechtes durchaus nochmal anzweifeln oder anfechten sollte vor Gericht. Da sehen Sie keine Chancen, dass das in irgendeiner Form Sinn macht in Deutschland oder Hamburg? Ich sehe die Diskussion, sonst würden wir die Diskussion hier auch nicht führen. Ich sehe natürlich Fragen, die sich immer gestellt haben, was die in einer gewissen Weise Privilegierung der Religionen als jetzt, sage ich mal, in Anführungszeichen halbstaatliche Einrichtungen angeht. Aber ich sehe eben auch, und das ist auch meine Erfahrung in den 8 Jahren Bundestag, in denen ich das Thema bearbeitet habe, dass wir mit der Einbindung von Religionsgemeinschaften in die staatliche Organisationsstruktur auch zur Toleranz beigetragen haben, bei allen Widersprüchen, bei aller Kritik. Ich teile das meiste, was Sie gerade auch angesprochen haben, das teile ich gar nicht, was Sie angesprochen haben, aber darum geht es nicht. Die Frage ist letztlich, wie Sie diese Strukturen einbinden und wir haben da als Land durchaus positiv mitgefahren, etwa auch im Vergleich zu Frankreich. Also Sie würden alles belassen, wie es ist? Ich glaube, dass die Diskussion richtig ist und ich glaube nur in der Prognose,
dass die Tatsache, dass es Positionen gibt, die meiner eigenen Auffassung diametral widersprechen, die auch der überwiegenden Auffassung der Bevölkerung diametral widersprechen, dass das alleine kein Grund sein kann und sollte, den Status, der ja nun auch erstritten wurde und mit guten Gründen erstritten wurde, in Frage zu stellen. Ich weiß, das ist bestimmt schwierig als Jurist, aber wenn man mal an Ihren gesunden Menschenverstand oder Sie darauf anspricht, würden Sie das dann auch so lassen, wie es ist? Naja, der gesunde Menschenverstand ist ja durch diese rechtlichen Regeln durchaus auch beeinflusst. Und hier geht es ja nicht um Bauchurteile innerhalb von einigen sozusagen Sekunden, die man trifft. Das muss anders sein, sondern hier geht es schon darum, auch das Gesamtfeld zu beleuchten. Und eine Gemeinschaft als solche unterliegt deshalb nicht etwa oder ist deshalb nicht als Unrechtssubjekt zu qualifizieren, denn das ist ja das, was man eigentlich sagen müsste, weil einzelne Positionen, deshalb habe ich auch die Spannbreite erzählt, weil einzelne Positionen der Mehrheit widersprechen. Das müssen wir tolerieren. Und ich möchte Ihnen ein anderes Beispiel sagen, eine Diskussion, auch jetzt aus der politischen Erfahrung, die ja auch geführt wird, über Parteiverbote. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, obwohl Sie selbst mit Sicherheit der Meinung sind, dass bestimmte Dinge Ihnen überhaupt nicht gefallen, trotzdem die Akzeptanz auch völlig anderer Meinungen muss gewährleistet sein. Und die religiöse Breite ist sehr breit. Und da muss man sagen, den entscheidenden Punkt sagen, das können wir aushalten. Ich glaube, das müssen wir auch aushalten. Und das stellt den, und nur darüber reden wir. Wir reden ja nicht über die Tat, das haben Sie zu Recht gesagt, eine verabscheuliche Tat. Sondern wir reden über die Frage, ob die Gemeinschaft als solche damit den Status verlieren könnte. Da glaube ich, das ist nicht der richtige Ansatz. Ja, das war Markus Stehn im Gespräch mit dem ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Heribert Hirte. Hamburg aktuell. Und nun ist die Woche auch fast schon wieder geschafft. Was sonst noch wichtig war in dieser Woche, das fassen wir morgen in der Freitagsausgabe von Hamburg aktuell zusammen, damit ihr nicht verpasst, was diese Woche wichtig war und euch an die schönen und vielleicht auch manchmal nicht ganz so schönen Momente nochmal erinnern könnt. Morgen ist mein Kollege Clemens Benke wieder zurück, dann aus seinem Kurzurlaub. Also morgen ab 17 Uhr die neue Folge von Hamburg aktuell. Abonniert uns, hört uns, empfehlt uns weiter und wie immer gilt für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregung haben wir eine Mailadresse, die lautet stadtnachrichten@hamburg2.de. Ich bin Rainer Hirsch, das bleibe ich auch, bis zum nächsten Mal. Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast vom Radiosender Hamburg 2.